Die NATO ist nicht auf Konfrontationskurs mit Russland. Wir wollen keinen Atomkrieg und wir wollen kein neues Wettrüsten. Was die NATO macht, ist defensiv und verhältnismäßig. Gleichzeitig muss die NATO aber auch reagieren, wenn wir über eine längere Zeit eine erhebliche Aufrüstung von der Seite Russlands sehen. Und wir haben gesehen, dass sie ihre militärische Leistungsfähigkeit modernisieren. Und am wichtigsten, wir haben gesehen, dass sie bereit sind, ihre Militärkraft gegen Nachbarn einzusetzen. Die Krim, die Ukraine und Georgien. Und wir haben auch die drohende Rhetorik der Russen gesehen.